Ja, einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie zur nächsten Europarechtsvorlesung begrüßen, die Sie vermutlich in hoffentlich schönem weihnachtlichen Ambiente sich auf dem Computer ansehen können. Und ich freue mich darauf. Jetzt werden wir uns befassen mit Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz in der Europäischen Union, also mit der Frage, wie das Unionsrecht gerichtlich durchsetzbar ist. Und da haben wir mit dem Europäischen Gerichtshof eine besondere Institution, die Sie heute kennenlernen werden. Aber Sie werden feststellen, auch die mitgliedstaatlichen Gerichte spielen dabei eine Rolle. Jetzt ist der Europäische Gerichtshof in unserer Vorlesung so oft zur Sprache gekommen, dass Sie vielleicht auch darauf gespannt sind, wie der überhaupt funktioniert und aufgebaut ist. Wie schaut die europäische Gerichtsbarkeit aus? Was ist ihre Funktion und Grundstruktur? Die zentrale Norm ist Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 EUV. Er, der Gerichtshof, sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge. Die Europäische Union hat einen Gerichtshof geschaffen, der das Recht wahrt. Erinnern Sie sich an die Aussagen Walter Hallsteins zur Rechtsgemeinschaft, man müsste jetzt Rechtsunion sagen, was übrigens der Gerichtshof auch tut. Die Europäische Union baut auf dem Recht auf, nicht auf Macht, nicht auf sonst etwas, sondern auf einer Beachtung des Rechts. Und dafür hat sie eine Institution geschaffen, den Gerichtshof. Wenn Sie in Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 reinschauen, sind Sie möglicherweise etwas verwirrt. Da heißt es, der Gerichtshof der Europäischen Union umfasst den Gerichtshof, das Gericht und die Fachgerichte. Nun, das ist sprachlich nicht so schön. Der Gerichtshof der Europäischen Union umfasst den Gerichtshof. Ja, so, das könnte man auch schöner sagen. Gemeint ist, dass die Institution Gerichtshof der Europäischen Union in drei Teile aufgeteilt ist, nämlich den Gerichtshof selbst, EuGH abgekürzt, das Gericht, EuG abgekürzt, kommt noch im weiteren Verlauf vor, diese Abkürzung. Und ich habe sie schon mal in eckige Klammern geschrieben, die Fachgerichte, zu diesen sogleich. Wenn Sie sich mit dem Gerichtshof befassen, müssen Sie folgende Rechtsquellen heranziehen. Den EU-Vertrag, Artikel 19, haben wir gerade uns aufgeschlagen. Auch hier gibt es Ausführungsbestimmungen in den Artikeln 251 fortfolgende AEUV. Also auch wie bei den anderen Organen müssen wir zum AEUV rüberblättern. Außerdem gibt es ein Protokoll, das Bestandteil der Verträge ist, Artikel 51 EUV für alle Protokolle. Für die Satzung des Gerichtshofs ist das in 281 AEUV gesondert ausgeflaggt und hier gibt es ein besonderes Änderungsverfahren für die Satzung. Hier kann also Primärrecht nach einem besonderen Änderungsverfahren modifiziert werden. Außerdem gibt es die Verfahrensordnungen. Schauen Sie bitte rein in Artikel 253 AEUV, dort den Absatz 6. Der Gerichtshof erlässt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der Genehmigung des Rates. Schauen wir uns also nun die einzelnen Gerichte an. Zunächst den EuGH selbst. Ja, da hoffe ich, dass ich mit solchem Foto auch die Sache etwas auflockern kann. Das ist ein Bild des Plateau de Kirchberg in Luxemburg-Stadt. Hier unten ist Luxemburg-Stadt, also die Hauptstadt des Großherzogtums Luxemburg. Sie sehen hier das große Gebäude des EuGH. Das ist auf der linken Bildhälfte dieses große Glasgebäude, da sind die Sitzungssäle. In den beiden Türmen sitzt die Verwaltung und der Sprachendienst des EuGH. Ich hatte einmal das Vergnügen, ganz oben in so einen Turm hochzufahren und zu schauen. Das ist schon ausgesprochen beeindruckend. Unten links am Bildrand, das ist in der Straßenecke sozusagen, das ist das Gebäude des Gerichts. Hier haben wir ein Bild aller Richterinnen und Richter des EuGH. In der Mitte der Präsident Koen Lennarts, ein Belgier. Also Herr Lennarts ist hier. Etwas weiter oben links im Bild der deutsche Richter Professor von Danwitz, auch
Herr Lennartz ist Professor für Europarecht. Hier noch im Bild die deutsche Generalanwältin, Frau Professorin Kuckert. Also alle, jetzt habe ich einfach mal auf die Beteiligten gezeigt, die entweder aus Deutschland kommen oder eben Präsident sind. So ist das, so ist eben der Gerichtshof zusammengesetzt. Zusammensetzung, Artikel 19 Absatz 2 unter Absatz 1 EUV. Der Gerichtshof besteht aus einem Richter je Mitgliedstaat. Das sind also mittlerweile dann 27 Richter. Artikel 19 Absatz 2 unter Absatz 3 Satz 2. Sie, die Richter und Generalanwälte, zum Generalanwalt komme ich gleich noch, werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen für eine Amtszeit von 6 Jahren ernannt. Was sind dafür die Voraussetzungen? 19 Absatz 2 unter Absatz 3. Es müssen Persönlichkeiten sein, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten. Außerdem müssen weitere Voraussetzungen aus 253 AEUV gegeben sein. Es müssen die in Ihrem Staat für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sein oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sein. Meistens ist beides der Fall. Eine Wiederernennung ist zulässig, Artikel 19 Absatz 2 unter Absatz 3 Satz 3. Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalanwälte ist zulässig. Der Gerichtshof tagt in Kammern oder im Plenum nach Artikel 16 der Satzung, entweder in der großen Kammer mit 13 Richtern oder in der kleinen Kammer mit 3 bis 5 Richtern oder im Plenum alle 27. Das habe ich selber noch nicht erlebt. Große Kammer habe ich schon die Erfahrung gemacht. Das muss unglaublich beeindruckend sein. Was ich aber noch beeindruckender finde, ist, wie man in einem solchen Gremium eine Beratung macht. 27 Richter, das stelle ich mir für den Präsidenten ausgesprochen anstrengend vor. Was sind die Generalanwälte? Die Generalanwälte sind eine Institution, die geregelt sind in 19 Absatz 2 unter Absatz 1 Satz 2. Der Gerichtshof wird von Generalanwälten unterstützt. 252 führt das näher aus. Der Gerichtshof wird von 8 Generalanwälten unterstützt. Zahl könnte erhöht werden. Und jetzt heißt es, der Generalanwalt hat öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlussanträge zu den Rechtssachen zu stellen, in dem nach der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union seine Mitwirkung erforderlich ist. Das ist eine interessante Konstruktion, die wir aus der Gerichtsbarkeit in Deutschland so nicht kennen und auch in anderen europäischen Ländern, außer denjenigen, die durch den französischen Verwaltungsprozess geprägt sind, gibt es das auch nicht. Nach der mündlichen Verhandlung oder wenn es keine mündliche Verhandlung gibt, nach dem Aktenstudium, nach der Durchsicht der Akten, tritt eine Persönlichkeit auf, eine Generalanwältin oder eine Generalanwalt und trägt einen Lösungsvorschlag vor. Auf der Basis, der relativ gut ausgearbeitet ist, auf der Basis der vorhandenen Rechtsprechung und auch Literatur. Das ist nachempfunden dem französischen Verwaltungsprozess, das habe ich schon angedeutet. Dort heißt diese Persönlichkeit beim Conseil d'État heute Rapporteur public, vorher war es der Commissaire du Gouvernement, also öffentlicher Berichterstatter, vorher Regierungskommissar. Ja, diese ganz erstaunliche Konstruktion. Man kann es historisch nicht bis ins Letzte nachempfinden, wie das in den 50er Jahren in die europäische Gerichtsbarkeit gekommen ist. Es ist ganz sicherlich, diese französische Konzeption wurde übernommen und es ist so geblieben. Das führt dazu, dass etwa Presseberichterstattung oder Medienberichterstattung in Deutschland mit dieser Person, mit diesem Amt nicht so richtig zurechtkommt. Dann lesen Sie in den Zeitungen häufig, ein Gutachter hat. Ja, das ist der Generalanwalt oder die Generalanwältin. Und es ist auch unter dem Gesichtspunkt des fairen Verfahrens nach der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht ganz unproblematisch,
Denn wenn das, die Schlussanträge, so heißt dieses Gutachten, wenn die Schlussanträge da sind, danach gibt es im Regelfall, es gibt eine Ausnahmemöglichkeit, aber im absoluten Regelfall kann man sich dazu nicht mehr äußern. Das ist ein Problem des rechtlichen Gehörs. In Frankreich musste deswegen das Amt schon verändert werden. Möglicherweise ist es auch nötig, die europäische Gerichtsverfassung anzupassen, in dem Moment, wo die Europäische Union einmal Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention würde. Blicken wir nochmal in den EuGH hinein. Das ist der große Sitzungssaal, vorne der Gerichtshof. Ja, links und rechts oben sehen Sie Glasverkleidungen. Dort befindet sich der Sprachendienst. Die Verfahren werden in allen Sprachen der Europäischen Union geführt. Es wird immer eine Verfahrenssprache festgelegt. Und dann wird übersetzt. Dann kann man Übersetzungen verfolgen. Ich hatte Ihnen schon angedeutet, eine gewisse Erfahrung mit diesem Sitzungssaal. Ja, das ist die Perspektive, die man einnimmt, wenn man vorne steht, wobei das Pult ist, an dem die Kommission steht. Man steht an dem anderen Pult. Aber ich sage es mal so, diese Position ist jetzt nicht keine, die das Selbstbewusstsein in den Himmel treibt. Und man kann dann eben das in den verschiedenen Sprachen verfolgen. Der Präsident wird von den Richtern gewählt. Das ist auch eine Tradition, die uns fremd ist, die aber in vielen Staaten üblich ist, 253 Absatz 3 AEUV. Es gibt Sonderzuständigkeiten für einzelne Rechtsakte und Abkommen, das machen wir mal in gebotenen Kürze. Ja, und dann etwas zum Urteilsstil des EuGH. Die Urteile waren ursprünglich ausgesprochen knapp abgefasst, da zeigt sich auch das französische Vorbild. Wenn Sie vielleicht in der European Law School oder im Bermuda-Programm nach Frankreich kommen oder Sie haben vielleicht schon in Frankreich studiert, dann wissen Sie, dass der Urteilsstil in Frankreich ausgesprochen knapp ist. In neuerer Zeit, vielleicht muss ich diese Formulierung, die ich in meinen Vorlesungen hier immer wähle, mal ändern, es ist schon eine ganze Weile, begründet der Gerichtshof aber viel ausführlicher, als er es ursprünglich getan hat. Es gibt die Furcht, dass der Gerichtshof seine Kompetenzen in der Rechtsprechung überschreitet. Das ist als genereller Vorwurf so nicht haltbar. Man muss dann schon in die einzelnen Urteile einsteigen. Da findet man das ein oder andere, wo man die Kompetenzen diskutieren müsste und darf das natürlich auch tun. Auch der Gerichtshof ist an das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung gebunden, aber solche Generalangriffe, so nach dem Motto als Motor der Integration, kümmert sich der Gerichtshof nicht um Kompetenzen. Das ist schlicht nicht in Ordnung und so nicht akzeptabel. Man muss eine Einzelanalyse durchführen. Sie finden auf dem Handout einen Ausschnitt aus der Entscheidung Honeywell des Bundesverfassungsgerichts, die sehr lesenswert ist, weil dort beschrieben wird, dass der Europäische Gerichtshof eine solche Rechtsfortbildungskompetenz braucht. Das müsste ihm auch nicht das Bundesverfassungsgericht bescheinigen. Das ist einfach so. Das Europarecht, die Verträge sind gerade im Ursprung eher lückenhaft, regeln nicht alles, also muss Rechtsfortbildung betrieben werden. Es besteht ein Diskussionspunkt in der Zuweisung der Fälle. Was meine ich damit? Nach dem Verständnis etwa des deutschen Gerichtsverfassungsrechts steht immer anfangs fest, wem welcher Fall zugewiesen wird. Das geht nach Anfangsbuchstaben des Beklagten oder Ziffer des Aktenzeichens. Beim Gerichtshof weist der Präsident die Fälle den Kammern zu und auf diesem Wege wird auch die Berichterstattung bestimmt. Das irritiert, das kann man diskutieren. Dann noch ein praktisches Pünktchen. Sie werden feststellen, dass die EuGH-Entscheidungen immer ein C-Bindestrich vor dem Aktenzeichen haben. Also wenn Sie jetzt den Fall C1 aus 21 haben, dann ist das der erste im 2021 eingegangene Fall
bei Gerichtshof. C steht für Cour oder wer es Englisch mag, für Court. Im Gegensatz nämlich zum EuG, zum Gericht, das früher Gericht erster Instanz hieß, nunmehr Gericht, auf Englisch General Court, auf Französisch Tribunal, daher auch das Aktenzeichen T-Bindestrich. Wenn Sie T-Bindestrich sehen, haben Sie immer eine EuG-Entscheidung. Dem EuG sind einige einzelne Gruppen von Klagen im ersten Rechtszug zugewiesen. Es gibt sodann die Möglichkeit des Rechtsmittels zum EuGH. Zuständig ist das EuG in den Verfahren, die in Artikel 256 AEUV enumeriert sind. Schauen Sie bitte rein. Da sind Entscheidungen im ersten Rechtszug über die in den Artikeln, jetzt kommen einige Artikel, genannten Klagen zuständig. Aufgepasst! In Artikel 51 der Satzung gibt es eine Rückausnahme für die Klagen von Mitgliedstaaten, Organen und der EZB zum EuGH. Will sagen, sofern manches nach 256 Absatz 1 dem EuG zugewiesen ist, gibt es eine Rückausnahme in 51 der Satzung. Lesen Sie bitte beide Bestimmungen und versuchen Sie es zu verstehen. Wenn nicht, so Sie den Zugang dazu haben, nutzen Sie bitte die Rückfrage in der Zoom-Sitzung. Vorabentscheidungsverfahren sollen an sich nach 253 Absatz 3 in besonderen Sachgebieten auch dem EuG zugewiesen werden. Das ist aber bisher nicht passiert und auch nicht in Sicht. Das Vorabentscheidungsverfahren ist das Verfahren, bei dem nationale Gerichte dem Gerichtshof Fragen vorlegen. Das ist das zentrale Verfahren, um das Europarecht zu formen. Das soll beim EuGH bleiben. Ein Wörtchen zu den Fachgerichten. Die sind in 257 AEUV geregelt. Mit dem Vertrag von Lissabon bestand eigentlich der Plan, dem EuG noch Fachabteilungen, zusätzliche Gerichte zuzuordnen, also etwa letztlich einen dreistufigen Aufbau zu schaffen. Das ist mit einem Fachgericht schon geschehen, nämlich dem Europäischen Gericht über den öffentlichen Dienst, EuGÖD abgekürzt, ja, EuGÖD vielleicht besser. Hier steht, läuft aus, meint nicht, dass dieses Gericht undicht sei, sondern man hat in 2016 das Konzept der Fachgerichte aufgegeben, die Satzung geändert, das EuG vergrößert und letztlich keine weiteren Fachgerichte begründet und das EuGÖD auslaufen lassen. Dieses Konzept steht also noch in den Verträgen, wird aber nicht mehr praktiziert. Letzter Punkt in der Vorabschau sozusagen, die mitgliedstaatlichen Gerichte als Unionsgerichte. Sie wissen, dass das Unionsrecht Vorrang und unmittelbare Wirkung hat und alle Rechtsgebiete mehr oder weniger berührt, umfasst. Dann ist es, da wir die Vorabentscheidung haben, die kommt auch in dieser Vorlesung ganz groß, wichtig, dass die mitgliedstaatlichen Gerichte eingebunden sind in den unionalen Rechtsschutz. Es gibt auch eine Norm, die das noch unterstützt. Das ist der Artikel 19 Absatz 1 und der Absatz 2 EUV. Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den von Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist. Also, wir haben auch die mitgliedstaatlichen Gerichte als Gerichtsschutzinstanzen in der Europäischen Union und die können sogar unter bestimmten Bedingungen vorläufigen Rechtsschutz gewähren. Das ist aber ein Punkt, der Sie im dritten Semester nicht so sehr bewegen soll, wie vielmehr diejenigen von Ihnen, die dann sich für das Schwerpunktstudium entscheiden werden. Kommen wir zur ersten Gruppe der Verfahrenstypen. Ich fasse sie zusammen unter der Überschrift verfassungsrechtliche Verfahren. Darüber kann man natürlich streiten, ob diese Bezeichnung als Gruppenbezeichnung richtig ist. Gemeint ist damit, dass es sich hier um Verfahren handelt, die
auf verfassungsrechtlicher Ebene zwischen Organen, zwischen Mitgliedstaaten, zwischen Organen und Mitgliedstaaten spielen, sozusagen. Das erste unter diesen verfassungsrechtlichen Verfahren ist das Vertragsverletzungsverfahren. Geregelt ist es in Artikel 258 und 259 AEUV. Man kann auch von einer Aufsichtsklage sprechen oder die Literatur spricht zum Teil von der Aufsichtsklage, die in Artikel 258 AEUV geregelt ist. Hintergrund ist die Rolle der Europäischen Kommission als Hüterin des Unionsrechts. Das wissen Sie schon aus der Betrachtung der Organe, Artikel 17 Absatz 2 und 3 EUV. Sie sorgt die Kommission für die Anwendung der Verträge sowie die der von den Organen kraft der Verträge erlassenen Maßnahmen. Sie überwacht die Anwendung des Unionsrechts unter der Kontrolle des Gerichtshofs. Das ist sozusagen ihre Rolle und deswegen ist auch die Kommission die Klageberechtigte. Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat. So beginnt der 258. Manchmal kann auch ein anderer Mitgliedstaat nach 259 AEUV den Gerichtshof anrufen. Besser formuliert, jeder andere Mitgliedstaat kann das. Es kommt aber eher selten vor. Ja, 259 Absatz 1, jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen, wenn er der Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat. Das war früher relativ selten, also in mehreren Jahrzehnten hat man, glaube ich, 4 oder 5 Fälle gezählt, berühmt etwa der Schaffleischstreit zwischen Großbritannien und Frankreich. Ein Fall aus der neueren Zeit war eine Auseinandersetzung zwischen Ungarn und der Slowakei über einen als privat deklarierten Besuch des ungarischen Staatspräsidenten. Bitte, das ist nicht der gegenwärtig amtierende Ministerpräsident, sondern das war vorher in der Slowakei an einem historisch problematischen Ort. Das sind sozusagen Fälle aus der Vergangenheit. Ja, aber mittlerweile trifft es eben auch die Bundesrepublik Deutschland. Sie wissen ja, dass Deutschland ein von Österreich angestrengtes Vertragsverletzungsverfahren verloren hat über die Erhebung der Pkw-Maut. Da hat die Kommission auch nicht besonders gut ausgesehen in dem Verfahren. Muss ich hier leider auch in dieser Aufnahme sagen. Dem Vertragsverletzungsverfahren ist ein Vorverfahren vorgeschaltet. Das betrifft jetzt das Handeln, wenn die Kommission das Verfahren einleitet. Nur noch mal zurück zu diesem Punkt mit den Mitgliedstaaten. Ich erlaube mir einfach noch mal hinzuschalten. Wenn die Mitgliedstaaten gegeneinander sich verklagen, das ist sozusagen noch ein Rest des völkerrechtlichen Denkens im Unionsrecht. Aber mit dem Gerichtshof eben und nicht mit einem Schiedsgericht oder so. Also Vorverfahren, Artikel 258. Zunächst wird ein Mahnschreiben aufgesetzt. Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen, dann kommt eine Passage und dann kommt das Semikolon. Sie, die Kommission, hat dem Staat zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Also das, was da zwischen dem Komma und dem Semikolon kommt, ist der nächste Schritt. Der Satz ist sozusagen nicht PowerPoint-freundlich aufgebaut. Erstmal schreibt die Europäische Kommission den Mitgliedstaat an und teilt mit, dass sie einen Verstoß gegen das Unionsrecht sieht und lässt den Mitgliedstaat sich äußern. Dann kommt die mit Gründen versehene Stellungnahme. Der Mitgliedstaat hat sich geäußert, die Kommission bleibt weiter bei der Auffassung, dass ein Verstoß gegen europäisches Unionsrecht vorliegt. Dann kommt die mit Gründen versehene Stellungnahme. Und durch dieses vorprozessuale Verfahren wird der Verfahrensgegenstand eingegrenzt.
Was im Mahnschreiben steht, was in der Stellungnahme steht und was später in der Klage steht, muss deckungsgleich sein. Da können nicht zusätzliche Vorwürfe hinzukommen, sonst muss man ein neues Verfahren einleiten. Die Kommission hat immer ein Rechtsschutzinteresse, das müssen Sie nicht positiv bejahen. Und auch wenn der Verstoß abgestellt wird, bleibt das Rechtsschutzinteresse bestehen. Denn es ergeht am Ende ein Feststellungsurteil nach Artikel 260 Absatz 1. Wenn der Gerichtshof das feststellt, hat der Mitgliedstaat die Verpflichtung, die Maßnahmen zu ergreifen. Und diese Feststellung kann auch getroffen werden, wenn der Verstoß schon vorher abgestellt wurde, um auch wirksam zu verhindern, dass der Mitgliedstaat diese Maßnahmen gleichermaßen wieder ergreift. Außerdem kann es ja sein, dass Schäden entstanden sind durch den Verstoß und dann ist der festgestellte Verstoß eine Haftungsgrundlage. Ja, Feststellungsurteil habe ich schon genannt, Artikel 260 AEUV. Es wird nicht aus diesem Urteil, kann nicht vollstreckt werden, sondern es ist einfach ein Verstoß festgestellt und der Mitgliedstaat hat die Maßnahmen zu ergreifen. Gar nicht so selten, ich habe hier geschrieben häufig, das müssten wir jetzt nochmal nachzählen, ist es, dass ein Staat zweimal verurteilt wird. Erst kommt die Verurteilung wegen des Unionsrechtsverstoßes und dann kommt noch eine Verurteilung obendrauf, weil das Urteil nicht befolgt wurde, indem der Verstoß festgestellt wurde. Eine Sondersituation wird im Artikel 260 Absatz 2 beschrieben. Hat der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben, nach Auffassung der Kommission nicht getroffen, so kann die Kommission den Gerichtshof anrufen, nachdem sie diesem Staat zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat. Hierbei benennt sie die Höhe des von dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags, also eine Lump Sum sozusagen, oder Zwangsgeld, die sie den Umständen nach für angemessen hält. Stellt der Gerichtshof dann fest, dass der betreffende Mitgliedstaat seinem Urteil nicht nachgekommen ist, so kann er die Zahlung eines Pauschalbetrags oder Zwangsgeld verhängen. Also, es kann ein Pauschalbetrag oder Zwangsgeld verhängt werden. Das ist im Vertrag von Maastricht hinzugekommen, weil es Mitgliedstaaten gab, die schlicht und ergreifend die Urteile nicht befolgt haben. Interessanterweise hat es Deutschland bisher immer geschafft, das abzuwenden. Das will man wirklich nicht bezahlen müssen, wenn man das Unionsrecht verletzt hat. Unionsrechtsverletzungen durch die Bundesrepublik Deutschland gibt es, die auch im Vertragsverletzungsverfahren festgestellt wurden. Nicht nur, wenn die Österreicher klagen. Bei der Richtlinienumsetzung kann beides miteinander verbunden werden, weil da ja verhältnismäßig einfach festzustellen ist, was zu geschehen hat. Hier habe ich noch mal so ein Ablaufschema aus einem Kommissionspapier von 2004. Da hat sich nichts geändert. Da kann man dieses ruhig nehmen. Ja, wenn Sie sich das anschauen, die Kommission erhält Kenntnis. Wenn es kein Verstoß ist, ist zu Ende. Dann muss sich der Staat äußern. Wenn das nicht zufriedenstellend ist, kommt die begründete Stellungnahme, wie Sie hier sehen, und dann wird vor dem Gerichtshof geklagt und der Staat muss am Ende entsprechende Maßnahmen treffen. Sie finden vielleicht dieses Schema hier spannender oder wichtiger für sich. Man muss zunächst die Zuständigkeit des EuGH feststellen. Die ist beim Vertragsverletzungsverfahren immer gegeben. Da geht es nicht an das EuG. Dann kommt die Klageberechtigung, die ist entweder bei der Kommission oder bei dem anderen Mitgliedstaat. Das Vorverfahren habe ich beschrieben, Rechtsschutzinteresse bleibt auch bestehen, wenn das Verfahren abgestellt wird und dann kann man eventuell noch was zu den Urteilsfolgen sagen. Die nächste Klageart ist die Nichtigkeitsklage und bei den verfassungsrechtlichen Verfahren, so wie ich sie zuordne, ist es die der sogenannten privilegierten Klagebefugten. Was heißt das? Zunächst mal müssen wir uns ansehen, dass nach Artikel 256 Absatz 1 Satz 1 AEUV eigentlich die Nichtigkeitsklage, die in Artikel 263 AEUV steht, dem Gericht zugeordnet ist. Aber
In der Satzung, in deren Artikel 51, werden davon Ausnahmen gemacht, nämlich bei Klagen, die von einem Mitgliedstaat erhoben werden, das ist 51 klein a, und Klagen, die von einem Unionsorgan erhoben werden, sowie bei bestimmten Klagen nochmal nach klein c. Das heißt, immer wenn die großen Tiere auflaufen, die Mitgliedstaaten und die Organe, also sozusagen die verfassungsrechtlich tragenden Institutionen, dann wird der EuGH befasst und nicht das EuG. Wer ist klageberechtigt? Das sind eben unsere privilegierten Klageberechtigten. Schauen Sie bitte rein in Artikel 263 AEUV. Der Beginn: der Gerichtshof der Europäischen Union überwacht die Rechtmäßigkeit. Und dann kommen das, was er überwacht. Und jetzt in Absatz 2: zu diesem Zweck ist der Gerichtshof der Europäischen Union für Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat, das Europäische Parlament, stimmt mit der Folie überein, wie Sie sehen, der Rat oder die Kommission erhebt. Das ist hier die Klageberechtigung. Manche Klageberechtigte sind nur teilprivilegiert, das gehört aber auch noch hier dazu, nämlich nach Artikel 263 Absatz 3 ist der Gerichtshof unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für Klagen des Rechnungshofs, der EZB, da ist die Folie nicht ganz in der Reihenfolge, das macht aber nichts, und des Ausschusses der Regionen, die auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen. Hier sind also auch einige Institutionen in der Lage, die Nichtigkeitsklage zu erheben, aber nur, wenn es um ihre Rechte geht, etwa in einem Verfahren. Die Nichtprivilegierten, das sind die natürlichen und juristischen Personen des öffentlichen oder Privatrechts. Wir alle letztlich, ja, als natürliche Personen, wir können jedenfalls nach dieser Nichtigkeitsklagenform keine Nichtigkeitsklage erheben. Auf der anderen Seite bei der Nichtigkeitsklage stehen die Organe. Schauen Sie bitte in 263 Absatz 1 hinein. Hier heißt es, dass die Akte untersucht werden oder geprüft werden, überwacht werden, des Rates, der Kommission, der EZB und des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates mit Rechtswirkung gegenüber Dritten. Es sind also immer die Organe auf der anderen Seite und in 263 Absatz 1 Satz 2 werden auch die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union genannt, sofern sie Rechtswirkung gegenüber Dritten haben. Das sind die zusätzlich zu den Organen hinzutretenden Agenturen. Wenn Sie im dritten Semester studieren, dann benötigen Sie das nicht. Im Schwerpunkt ist das eine zentrale Kategorie, die auch im Schwerpunkt ausführlich dargestellt werden. 263 Absatz 5 ermöglicht, dass in den Rechtsakten zur Gründung der Agenturen diesen ermöglicht wird, in diesen Rechtsakten ermöglicht wird, bestimmte Klagebedingungen zu formulieren. Normalerweise ist das aber bei den privilegierten Klagebefugten hier überhaupt nicht problematisch. Klagegegenstand, da werfen wir wieder einen Blick in 263 Absatz 1. Was ist Klagegegenstand? Die Gesetzgebungsakte sowie die Handlung von Rat, Kommission, EZB, soweit es nicht um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, und die Handlung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates mit Rechtswirkung gegenüber Dritten. Ich habe das eben schon mal vorgelesen. Jetzt glauben Sie nicht, dass ich sozusagen in die Endlosschleife geraten bin, sondern eben habe ich es vorgelesen, weil da die beklagten Organe genannt sind. Jetzt habe ich die Gegenstände vorgetragen. Alle Handlungen mit Rechtswirkung letztlich, das heißt alle Rechtsakte des 288 AEUV, so wie wir sie kennengelernt haben, auch Richtlinien können angegriffen werden. Auch solche Akte, die sui generis sind, also die sogenannten ungekennzeichneten Rechtsakte, sie erinnern sich an die Rechtsetzung, sofern sie Rechtswirkungen entfalten,
Warum die hier einen Querbalken bekommen haben, entzieht sich momentan meiner PowerPoint-Kenntnis. Achtung bitte! Nicht angegriffen werden kann das Primärrecht. Nicht für nichtig erklärt werden kann nur Recht, das die Organe gesetzt haben. Das kann man im Großen und Ganzen vergleichen damit, dass man ja die Verfassungsbeschwerde auch nicht gegen das Grundgesetz einlegt, sondern gegen Akte der gesetzgebenden Organe, etwa der Gerichte oder Verwaltung, auf der Basis des Grundgesetzes. Was ist der Klagegrund? Das kennen Sie so in den nationalen Prozessrechten nicht. Das ist jetzt falsch ausgedrückt, das kennen Sie so im deutschen Verfassungs- und Verwaltungsprozessrecht nicht. Der Grund ist immer ein Verstoß gegen höherrangiges Recht. Auch hier schlägt wieder der französische Verwaltungsprozess durch, wo es explizite Klagegründe zumindest zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der römischen Verträge gab. Ich bin kein Kenner des französischen Verwaltungsprozessrechts und kann Ihnen deswegen nur nicht mit völliger Sicherheit sagen, dass das auch noch die weiter dort geltenden Klagegründe sind. Aber im Europarecht ist es. Und hier müssen wir wieder auf den Absatz 2 springen. Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof für Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat des Europäischen Parlaments, der Rat oder die Kommission wegen Unzuständigkeit erhebt. Unzuständigkeit meint beides. Die Überschreitung der Verbandskompetenz, also EU wäre gar nicht zuständig, sondern Mitgliedstaaten. Und auch der Organkompetenz, also Rat ist nicht zuständig, sondern Kommission. Parlament ist nicht zuständig, sondern ein anderes Organ. Dann heißt es weiter, Verletzung wesentlicher Formvorschriften. Wenn also die Form nicht gewahrt wird, aber Achtung, zu den Formvorschriften gehören nach dem Europarecht auch Verfahrensnormen. Unsere Trennung nach Form und Verfahren wird hier nicht durchgehalten, etwa Verletzung von Anhörungsrechten. Entscheidend ist, ob die Verstöße im Verfahren wesentlich sind und aufs Ergebnis durchschlagen. Dann heißt es weiter, Verletzung der Verträge oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm, also eine Vertragsverletzung oder Verletzung von Sekundärrecht, wenn der Akt in der Normhierarchie unterhalb des Sekundärrechts steht. Und dann kommt noch eine Falle, der Ermessensmissbrauch. Ja, das PowerPoint macht das jetzt hier ganz auf. Gucken Sie erstmal in den Vertragstext, 263 Absatz 2 am Ende, oder wegen Ermessensmissbrauchs erhebt. Nun haben Sie, oder vielleicht hören Sie es auch parallel, im Verwaltungsrecht ja die Kategorie des Ermessens kennengelernt und auch des Ermessensfehlers. Das ist aber nicht gemeint, sondern es ist nur ein bestimmter Ermessensfehler gemeint. Ermessensmissbrauch ist eine Übersetzung aus dem Französischen. Der französische Begriff ist excès de pouvoir. Man muss übrigens nicht Französisch kennen, um Europarecht zu betreiben. Das ist jetzt ein Zufall, dass ich alle anderen Sprachen nicht kann, nur so ein bisschen Französisch. Ja, das hilft sehr, aber lassen Sie sich nicht davon abschrecken, wenn Ihre Sprachen eher das Maltesische oder Estnische sind. Gemeint ist der Erlass einer Maßnahme, die ein absichtlich rechtswidriges Ziel verfolgt oder aus einem schwerwiegenden, einer Verkennung des gesetzlichen Zwecks gleichkommenden Mangel an Voraussicht oder Umsicht werden andere Ziele als diejenigen verfolgt, zu deren Erreichung die im Vertrag vorgesehenen Befugnisse verliehen sind. Das ist ja auch ein Ermessensfehler nach deutschem Recht, wenn ein anderes Ziel verfolgt wird, als das Gesetz erlaubt. Und dies ist als Klagegrund, ich habe hier dazu geschrieben, subsidiärer Klagegrund, weil es selten ist, praktisch der Machtmissbrauch. Ja? Es wird sozusagen so getan, als verfolgt man ein Ziel, dabei wird ein ganz anderes verfolgt. Klagebefugnis bei den Privilegierten ist sie nicht erforderlich. Das ist ganz wichtig. Sobald so ein objektiver Verstoß da ist, können die genannten privilegierten Klagebefugten und die Teilprivilegierten, wenn es um ihre Rechte geht, das müsste man hier benennen, können dann Klage erheben, können dann Nichtigkeitsklage erheben. Die Klagefrist
ist in 263 Absatz 6 mit 2 Monaten festgeschrieben. In Artikel 49 folgende der Verfahrensordnung des EuGH wird die Fristberechnung beschrieben. Das ist immer beliebt bei Alt und Jung, auch im BGB die Fristberechnung, das machen wir immer besonders gern. Ja. Aber jetzt kommt noch eine Besonderheit, Artikel 51, die pauschale Entfernungsfrist. Die Verfahrensfristen werden um eine pauschale Entfernungsfrist von 10 Tagen verlängert. Was meint 51, bezieht sich auch auf die Verfahrensordnung. Was um Himmels Willen meint diese pauschale Entfernungsfrist? Nun, ich will es Ihnen gerne erläutern. Es gab Zeiten, in denen Menschen noch nicht vor Bildschirmen saßen und Tastaturen bedient haben, sondern jetzt nicht in Wachs- oder Tontäfelchen geritzt, das noch nicht, aber mit der Schreibmaschine Briefe und Schriftsätze geschrieben haben und die Post benutzt haben. Und es gab auch noch kein Fax. Ja? Denken Sie, Schriftverkehr in den 50er, 60er, 70er Jahren, da gab es schon einen EuGH, aber eben nur den Postweg. Dann wurde es als gerecht empfunden, dass etwa in Luxemburg man am selben Tag das einreichen musste mit dem Fristende nach 263 Absatz 6. Und es war etwa nach dem Beitritt Griechenlands nur logisch, dass natürlich jemand, der aus Griechenland klagt, etwas mehr Zeit brauchte. Bitte, ich möchte jetzt hier nicht über die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Postbehörden und Postunternehmen polemisieren, sondern ist einfach weiter weg. Ja? Das ist nun mittlerweile irrelevant. Zwar kann es durchaus sein, dass euch aus manchen Ländern die Post besonders lang dauert. Jedenfalls hat der EuGH aber schon vor einiger Zeit, jedenfalls für Anwälte, komplett auf ein elektronisches System umgestellt, das heißt E-Curia. Das heißt, das, woran wir noch lange basteln in Teilen der Justiz, hat der EuGH schon längst. Das Verfahren läuft völlig elektronisch ab. Man reicht die Schriftsätze elektronisch ein. Dann ist natürlich es egal, ob man in Griechenland einen Computer zu stehen hat oder in Litauen oder in Portugal oder auf Malta. Trotzdem ist hier als historischer Rest diese 10-Tages-Frist für alle geblieben, sodass die Frist 2 Monate und 10 Tage ist. Das finde ich auch irgendwie amüsant. Es muss auch schöne Ecken im Europarecht geben. Am Schluss ergeht dann ein Urteil. Das ist ein Gestaltungsurteil zu 64 Absatz 1. Der Gerichtshof erklärt die angefochtene Handlung für nichtig. Es wird nicht nur eine Rechtswidrigkeit festgestellt, sondern es wird rechtsgestaltend auf die Rechtslage eingewirkt durch die Nichtigkeitserklärung. Aus der Unionstreue des Artikel 4 Absatz 3 EUV wird die Verpflichtung mitgliedstaatlicher Instanzen abgeleitet, bei abgewiesener Klage einen Rechtsakt als rechtmäßig anzusehen. Also Deutschland greift eine Verordnung an, der Gerichtshof stellt fest, die Verordnung ist unionsrechtskonform, dann gibt es dieses Gestaltungsurteil auch in dem Sinne nicht, sondern es wird gesagt, die Klage wird abgewiesen. Dann müssen die mitgliedstaatlichen Instanzen das auch beachten, obwohl sie vielleicht vorher der Auffassung waren, sonst hätte ja das Land nicht geklagt, dass es einen Unionsrechtsverstoß gibt. Der 264 Absatz 2 ermöglicht die Nichtigerklärung der Handlung mit Einschränkungen. Also es soll dann auch Wirkungen geben, die als fortgeltend zu beachten sind. Übergangsregelungen können geschaffen werden. Ja? Wenn irgendeine Regelung etwa, ich hatte das Beispiel, glaube ich, mal genannt, im Bereich des Fischfangs aufgehoben wird, über Fangquoten oder sowas, dann ist danach nicht freies Fischen, sondern der Gerichtshof kann sagen, die alte Regelung bleibt in Kraft, bis die neue kommt oder so etwas Ähnliches. Meine Damen und Herren, haben Sie keine Sorge, die PowerPoint-Darstellung ist nicht defekt, sondern die Untätigkeitsklage nach 265 folgt schlicht dem gleichen Muster wie die Nichtigkeitsklage, mit dem einzigen Unterschied, dass der Klagegegenstand ein Unterlassen ist, trotz primärrechtlicher Verpflichtung. Hier heißt es in 265
unterlässt es das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der Rat, die Kommission oder die Europäische Zentralbank unter Verletzung der Verträge einen Beschluss zu fassen. Das sind alle Rechtshandlungen und das kann gegebenenfalls auch sein eine Empfehlung oder Stellungnahme bei den privilegierten Klagebefugten. Ich mache das deswegen so kurz und nicht alles nochmal erzählt und ein Bullet Point nach dem anderen läuft auf, weil nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs die Ablehnung eines Beschlusses mit der Nichtigkeitsklage angefochten werden kann. Bitte, das ist im deutschen Verwaltungsprozess anders, beim EuGH ist das so, sodass eigentlich die Fälle, in denen die Untätigkeitsklage greifen könnte, nur dann vorliegen, wenn überhaupt nicht gehandelt wird. Und das kommt so selten vor, dass es in der akademischen Lehre keine Rolle spielt. Ja, entsprechend ist dann nach 265 Absatz 2 Satz 1 das Vorverfahren, die erfolglose Aufforderung zum Tätigwerden, die Frist beginnt zu laufen nach Fristverstreichen für das Tätigwerden. Ansonsten Parallele wie bei der Nichtigkeitsklage 266 eine Verpflichtung, die Maßnahme zu ergreifen. Es ist dann zwar ein Leistungsurteil und kein Gestaltungsurteil, aber die Parallelen sind augenfällig. Kommen wir nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dem, was ich verwaltungsrechtliche Verfahren nenne. Warum wähle ich diese Bezeichnung? Nun, das sind Verfahren, in denen Einzelpersonen der öffentlichen Hand und namentlich der Europäischen Union gegenübertreten. Wie kann sozusagen hier Rechtsschutz gewährt werden? Wir haben zunächst mal die Nichtigkeitsklage als Rechtsschutzform. Die kennen Sie ja schon. Jetzt aber ist die Nichtigkeitsklage nicht privilegierter Klagebefugter in Rede. Und hierzu ist unbedingt Artikel 256 Absatz 1 AEUV zu betrachten. Jetzt haben wir nämlich aus der Aufzählung dieser Norm die Zuständigkeit des Gerichts und es fehlt die Rückausnahme aus Artikel 51 der Satzung. Nichtigkeitsklagen nicht privilegierter Klagebefugter landen also grundsätzlich und immer beim Gericht. Wer ist hier klageberechtigt? Das sind natürliche und juristische Personen. Das entnehmen wir dem Artikel 263 Absatz 4. Dazu gehören auch lokale und regionale Gebietskörperschaften. Es gibt Fälle, wo belgische Regionen klageberechtigt waren, sodass wir uns etwa auch die Klage eines Bundeslandes oder einer Kommune vorstellen können. Der Klagegegenstand richtet sich wiederum nach Artikel 263 Absatz 1. Wir nehmen praktisch die Voraussetzungen aus dem 263 bis auf den zentralen Punkt der Klagebefugnis. Geht es genauso, als wenn Staaten oder Organe Klage erheben. Jede Handlung, wie es dort heißt, ja, es wird die Rechtmäßigkeit der Gesetzgebungsakte sowie der Handlungen überprüft. Damit sind jetzt auch Richtlinien einbezogen. Jetzt meint, seit dem Vertrag von Lissabon, das betone ich deswegen so sehr, weil es bis dato ausgesprochen umstritten war. Zur Klagebefugnis, das ist ja der entscheidende Punkt, 263 Absatz 4. Ich lese erstmal die Norm vor und schlüssele Ihnen das dann auf. Jede natürliche oder juristische Person kann unter den Bedingungen nach den Absätzen 1 und 2 gegen die an sie gerichteten oder sie unmittelbar und individuell betreffenden Handlungen, das ist die erste Kategorie, sowie gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar betreffen und keine Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen, Klage erheben. Das sind also die Voraussetzungen für die Klagebefugnis. Dann also zunächst zur unmittelbaren Betroffenheit. Was heißt das? Wann ist ein Individualkläger unmittelbar betroffen? Das ist dann der Fall, wenn die Einwirkungen eines Rechtsakts zwangsläufig eintreten.
Nicht nur dann, wenn der Mitgliedstaat bloß zur Belastung ermächtigt ist, also wenn das Unionsrecht den Mitgliedstaat zur Belastung ermächtigt, wenn der Mitgliedstaat praktisch dazwischen tritt, sondern die Einwirkungen müssen zwangsläufig eintreten. Rückausnahme, wenn Inhalt und Wirkung eines mitgliedstaatlichen Umsetzungsaktes zwingend sind oder wenn der Mitgliedstaat bereits angekündigt hat, dass er eine Belastung vornehmen wird aufgrund des Unionsrechts, dann besteht ja keine Unsicherheit mehr. Nur das ist ein sehr seltener Fall. Der im ersten Spiegelstrich hier ist häufiger, wenn zwar noch der Mitgliedstaat dazwischen treten muss, aber er gar keinen Spielraum hat, dann reden wir von unmittelbarer Betroffenheit. Die unmittelbare Betroffenheit ist aber nicht das große Problem. Entscheidend ist die individuelle Betroffenheit. Die individuelle Betroffenheit liegt vor, wenn eine Entscheidung den Kläger wegen bestimmter persönlicher Eigenschaften oder besonderer ihn aus dem Kreis aller übrigen Personen heraushebenden Umstände heraushebt eben und individualisiert in ähnlicher Weise wie einen Adressaten. Wir brauchen also sowas wie Adressateneigenschaft oder ich sag mal quasi Adressateneigenschaft. Warum ist das so? Nun, ich habe in meiner Folie, weil es so selten vorkommt, die erste Variante übersprungen. Es könnte ja auch eine Handlung sein, die an jemanden gerichtet ist. Ja? Ein Unternehmen erhält einen Bußgeldbescheid. Die Fälle sind so einfach, dass ich in der Folie nicht näher darauf eingegangen bin. Sie werden unschwer daraus schließen, das ist nicht so klausurtauglich, weil einfach Microsoft oder Apple oder Google oder Facebook, jetzt habe ich sie alle zusammen, glaube ich, Amazon gibt es noch, ja, will da nicht differenzieren, erhalten einen Bußgeldbescheid im Wettbewerbsdingen, die können das natürlich anfechten. Aber entscheidend ist doch, wenn wir Normativhandlungen haben, also nicht Einzelentscheidungen, Handlungen abstrakt genereller Art. Und da verlangt der Gerichtshof seit sehr langer Zeit, nämlich seit der Entscheidung Plaumann, die ich Ihnen auch angegeben habe auf dem Handout. Ja, wir reden da vom Jahr 1963, das ist sehr lange her. Seither verlangt die Rechtsprechung diese Parallelität zur Adressatenstellung. Und da reicht es dann nicht aus, dass jemand zu einer bestimmten Personengruppe gehört. Selbst wenn man im Zeitpunkt der Entscheidung weiß, wer diese Personengruppe ist, also nehmen wir mal an, eine Verordnung regelt den Import von Kraftfahrzeugen. Dann könnte man ja gucken, wer sind die Importeure von Kraftfahrzeugen im konkreten Moment. Und wenn man jetzt nicht Kraftfahrzeuge nimmt, sondern irgendein anderes Produkt oder was weiß ich, alle Hersteller von Covid-19-Impfstoffen. Das sind ja keine Abertausende, sondern zwei oder drei momentan nur oder fünf, ja, keine Ahnung. So, dann könnte man ja sagen, das individualisiert doch hinreichend. Nein, sagt der Gerichtshof, wenn die Gruppe sich sozusagen vergrößern, erweitern kann, nicht auf alle Zeiten bestimmt ist, dann reicht das, die Bestimmbarkeit im Zeitpunkt der Entscheidung, nicht aus. Also eine konkrete Eigenschaft ist nicht hinreichend. Zumeist wird die individuelle Betroffenheit beim Gerichtshof dadurch erreicht, dass eine natürliche oder juristische Person beteiligt war an einem Verfahren, das zu einem Rechtsakt geführt hat. Manchmal gibt es ganz besonders geschützte Personen, etwa Inhaberschaft eines Markenzeichen, eines gewerblichen Schutzrechts. Aber im Grunde ist die Rechtsprechung viel zu eng. Wir vergegenwärtigen uns nochmal, was das bedeutet. Das bedeutet, dass Einzelne nicht vor den EuGH können, außer in ganz eng umgrenzten Fällen. Das, was wir etwa als Verfassungsbeschwerde nach deutschem Verfassungsrecht kennen, gibt es nicht gegen abstrakt generelle Rechtsetzungsakte. Deswegen wurde vor einiger Zeit
schon eine Weile her, aber es wirkt immer noch nach, eine Erweiterung beim EuGH diskutiert. Beim EuGH oder vor dem EuGH. Der Generalanwalt Francis Jacob, den Sie schon kennen, das ist der mit dem Civis Europaeus Sum, hat das in einer Entscheidung in Schlussanträgen, die ich Ihnen auch auf dem Handout abgedruckt habe, einmal so formuliert. Meiner Meinung nach sollte deshalb anerkannt werden, dass ein Einzelner als individuell von einer Gemeinschaftshandlung, ist noch zur Zeit der Gemeinschaft gewesen, betroffen zu betrachten ist, wenn die Handlung aufgrund seiner persönlichen Umstände erhebliche nachteilige Auswirkungen auf seine Interessen hat oder wahrscheinlich haben wird. Bisher Betroffenheit wie ein Adressat, Vorschlag Generalanwalt Jacobs, nachteilige Auswirkungen auf Interessen. Der Gerichtshof ist diesem Vorstoß nicht gefolgt. Sie können das nachlesen in der Entscheidung Regoqueré, die Ihnen auch auf Seite 8 des Handouts abgedruckt ist. Der Gerichtshof ist dem nicht gefolgt. Warum nicht? Während dieses Verfahrens tagte die Regierungskonferenz im Vorfeld der Verfassungsbildung 2004. 2005 scheiterte dann die europäische Verfassung an den Volksabstimmungen. Und es war die Erwartung, dass die Regierungskonferenz diesen Impuls aus dem Gerichtshof aufnimmt und den 263 ändert. Das ist nicht geschehen. Die Regierungskonferenz hat einen Text übernommen oder angenommen, der heute in Artikel 19 Absatz 1 unter Absatz 2 EUV steht. Da heißt es, die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist. Der 19 Absatz 1 unter Absatz 2 hat also den Sinn, dass man in den Mitgliedstaaten ein Verfahren beginnen kann und dass dann über ein Verfahren, das wir jetzt in dieser Vorlesung noch nicht besprechen konnten, das Vorabentscheidungsverfahren, ein Vorlageverfahren, also den Gerichtshof beteiligt, dass praktisch die Fälle in den Mitgliedstaaten vorbereitet werden. Das ist der historische, entstehungsgeschichtliche Hintergrund von 19 Absatz 1 unter Absatz 2 EUV. Wir werden dieser Norm im Laufe der Vorlesung wahrscheinlich nochmal begegnen. Dann erinnern Sie sich hoffentlich möglicherweise an den Grund, warum es diese Vorschrift gibt, denn aus der wird jetzt was ganz anderes gemacht. Dann gibt es ja noch nach 263 Absatz 4 am Ende die Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die den Kläger unmittelbar betreffen und keine Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen. Auch das muss man erklären. Hier hat Generalanwalt Jacobs eine Rechtsschutzlücke ausgemacht. Wenn man es bei der Konstruktion belässt, dass die individuelle Betroffenheit ganz eng verstanden wird und dass man im Übrigen die mitgliedstaatlichen Rechtsschutzverfahren als Ausgangspunkt nimmt, um dann über das Vorlageverfahren den EuGH ins Spiel zu bringen, dann kann es, wie der Generalanwalt hier ausführt, unmöglich sein, Gemeinschafts- oder heute Unionshandlungen anzufechten, die, wie es bei der in seinem Fall angefochtenen Verordnung der Fall zu sein scheint, keiner Durchführungsmaßnahmen durch die nationalen Behörden bedürfen. Wenn es nichts gibt, was auf mitgliedstaatlicher Ebene angegriffen werden kann, sodass ich ein nationales Verfahren einleiten kann, das dann über die Vorabentscheidung den Gerichtshof erreicht, dann läuft der Rechtsschutz leer. Der Gerichtshof hat darauf überhaupt nicht reagiert. Die Regierungskonferenz hat einen Text angenommen für die Verfassung, für den Vertrag über eine Verfassung für Europa, der dann in den Vertrag von Lissabon übernommen wurde. Und genau das, was der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen gesagt hat, in den Vertragstext aufgenommen. Ja, hier heißt es dann eben, sowie gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die den Kläger unmittelbar betreffen, und keine Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen.
Damit ist der Rechtsschutz in 263 Absatz 4 ein Stück erweitert worden. Aber jetzt stellt sich als nächstes die Frage, was sind Rechtsakte mit Verordnungscharakter? Nun, die den Kläger unmittelbar betreffen, das wissen wir, das ist die gleiche Unmittelbarkeit und keine Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen, ist auch relativ einfach. Das ist, wenn schlicht die Mitgliedstaaten gar nicht mehr handeln müssen. Da entfallen dann auch die Ausnahmen von der Unmittelbarkeit, wie ich sie eingangs geschildert habe. Was aber sind Rechtsakte mit Verordnungscharakter? Das ist eine merkwürdige Formulierung im Vertragstext, ja. Ja, was hat Verordnungscharakter? Sind das alle Verordnungen nach Artikel 288 Absatz 2 AEUV? Das wäre sozusagen grandios für die potenziellen Kläger, denn dann wäre die Klagebefugnis verhältnismäßig weit geöffnet und die Individualisierung, die man bisher braucht, gleichsam abgeschafft. Sie merken aber schon an der Formulierung, es kann ja das nicht gemeint sein, sonst würde ja stehen alle Verordnungen. Und so sieht es auch der Gerichtshof und es ist auch mittlerweile herrschende Meinung, alle Handlungen mit allgemeiner Geltung außer den Gesetzgebungsakten sind Rechtsakte mit Verordnungscharakter. Das hat der Gerichtshof entschieden in einem Fall, den ich ebenfalls Ihnen aufs Handout gebracht habe. Und zwar müssen Sie da die erstinstanzliche Entscheidung lesen, die Rechtssache T18 aus 10 und dazu dann die Rechtsmittelinstanz, die das bestätigt, Rechtssache C583 aus 11P. P steht immer für Rechtsmittel. Der Fall trägt den Namen Inuit. Das Wort geht noch weiter. Ich habe mir erspart, das abzudrucken und noch mehr erspare ich mir, das auszusprechen. Es geht um den Import von Robbenerzeugnissen in die Europäische Union. Dieser Import ist nur gestattet gewesen, solchen Unternehmen, die Handel treiben mit Robbenerzeugnissen, das von, ich drücke es mal so aus, indigener Bevölkerung auf Grönland hergestellt wird und nach traditionellen handwerklichen Methoden. Das Jagen von Robben kann ja auch industriell betrieben werden. Und das ist auch nicht besonders appetitlich, um das Mindeste zu sagen. Und jetzt war eben so eine Ausnahme hier kreiert worden. Inuit ist eine Eskimo-Volksgruppe, schlicht und ergreifend. Daher hat der Fall seinen Namen bekommen. Und hier in diesem Fall hat eben der Gerichtshof das enge Verständnis ausbuchstabiert. Und weil es eine ganz normale Verordnung war, ist das klagende Unternehmen dann in dem Fall unterlegen wegen unzulässiger Klage. Die Begründung lautet, dass mit Verordnungscharakter meint ausführend. Der Gerichtshof verweist darauf, dass eigentlich alle mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen so eine Hierarchie haben zwischen im weitesten Sinne Gesetzgebung und im weitesten Sinne Verordnungsgebung. Außerdem wird noch verwiesen auf eine Norm, die in unserem Kontext schon mal relevant war, nämlich der 114 AEUV, die Binnenmarktrechtsangleichung. Und dort ist die Rede von Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. Vielleicht nehmen Sie sich kurz die Zeit, das einmal nachzulesen. Und so sagt der Gerichtshof, es gibt eben beides. Es gibt Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorschriften, ja, Gesetzgebung und Ausführung und Rechtsakte mit Verordnungscharakter meint Zweiteres. Also immerhin, wenn wir etwa eine Delegierte oder eine Durchführungsverordnung haben, dann ist die Klagebefugnis erweitert. Aber das ist eben nicht so schön, als gäbe es eine unionale Verfassungsbeschwerde. Die Frist und die weiteren Prüfungspunkte richten sich nach der Nichtigkeit oder sind die gleichen wie bei der Nichtigkeitsklage privilegierter Klagebefugter. Das nun ermöglicht uns, ein Prüfungsschema zu präsentieren für die Nichtigkeitsklage allgemein. Zuständigkeit des EuGH, Klageberechtigung, Klagegegenstand, Klagebefugnis.
die braucht man bei den privilegierten Klagebefugnissen nicht, nur bei den nicht privilegierten. Und dann die Frist, da haben wir ja auch schon die Details, uns haben Sie sich schon anhören können. Und so dann landet man also bei der, haben wir ein allgemeines Schema für die Nichtigkeitsklage. Es gibt dann auch noch die Untätigkeitsklage für nicht privilegierte Klagebefugnisse. Die gute Nachricht lautet, das ist komplett unwichtig, ist mir in meiner, ich sage jetzt keine Jahrzehntezahl, europarechtlichen Laufbahn noch nicht begegnet. Also haken wir es ab und behandeln es einfach nicht. Schließlich nun als ein zentrales, ein Schlüsselverfahren des Europarechts in jeder Hinsicht das Vorabentscheidungsverfahren. Ziehen Sie zum Verständnis dieses Verfahrens den einschlägigen Artikel des AEUV heran. Es ist Artikel 267. Zunächst zur Vorlageberechtigung. Es geht also darum, dass Gerichte in den Mitgliedstaaten dem EuGH Fragen zur Entscheidung vorlegen. Und dort wird dann beim EuGH eine Vorabentscheidung getroffen. Wer kann vorlegen? Hier heißt es, der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung. Dann kommt, worüber er entscheidet. Und jetzt geht es in Absatz 2 weiter. Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es das Gericht diese Frage dem Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen. Wir brauchen also das Gericht eines Mitgliedstaats. Wenn wir in einem Fall die Bezeichnung Gericht haben oder wir haben es zu tun mit einem Gericht, eines Gerichtszweigs, etwa in Deutschland, das wir schon kennen, also ein Landgericht oder ein Verwaltungsgericht, dann ist es in einer Klausurbearbeitung ungeschickt zu thematisieren, ob etwa das Amtsgericht Berlin-Schöneberg ein Gericht im Sinne des Europarechts ist. Ja, das sollte man dann auch, sagen wir mal, solche Überlegungen nicht öffentlich machen. Aber es gibt ja nicht nur Spruchkörper, die als Gericht in Erscheinung treten, sondern solche, deren Gerichtscharakter man erst prüfen muss. Hierzu hat der Gerichtshof einige Kriterien entwickelt. Problematisch ist das etwa bei Schiedsgerichten, dazu sogleich. Oder bei Gerichten oder bei Spruchkörpern, die gerichtsähnlich konstruiert sind, aber keine Gerichte sind. Das war, nun leider ist das, während ich die Vorlesung aufzeichne, wird das Geschichte, die englischen Tribunals. Oder im deutschen Widerspruchsverfahren Spruchkörper, die kollegial organisiert sind. Das gibt es in einigen Bundesländern. Da muss man dann prüfen, ob die Gerichtsqualität besteht. Der Gerichtshof hat das anerkannt definiert. Es geht um unabhängige, nicht weisungsgebundene Mitglieder. So muss so ein Spruchkörper aussehen. Die streitentscheidende Institution muss nach nationalem Recht vorgesehen sein und ordnungsgemäß gebildet. Sie muss rechtsstaatlichen Verfahrensregeln genügen. Sie muss nach Rechtsnormen entscheiden. Irgendwann, 1994, sind da auch Billigkeitsentscheidungen mit aufgenommen worden. Es muss Rechtsprechungscharakter aufweisen, was diese Spruchkörper tun. Und in der nationalen Rechtsordnung muss es bindende Wirkung haben. Vielleicht merken Sie sich für eine Klausurbearbeitung eigentlich den zentralen Punkt, dass wir unabhängige, nicht weisungsgebundene Mitglieder haben, die nach rechtsstaatlichen Verfahrensregeln verbindlich in der nationalen Rechtsordnung anerkannte Entscheidungen treffen. Es gab vor kurzem, ich habe das möglicherweise noch nicht ins Handout aufgenommen, kann das aber gerne nachreichen, eine Vorlage eines deutschen Verwaltungsgerichts, das also erklärt hat, wir sind ja gar kein unabhängiges Gericht, die deutschen Gerichte sind nicht unabhängig. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung in der Richterschaft darum, wie stark der Einfluss auch der Ministerien etwa bei der Ernennung von Richterinnen und Richtern sein kann, wie die Dienstaufsicht aussieht und so weiter. Glücklicherweise hat der EuGH das sehr souverän pariert
und dem vorliegenden Verwaltungsgericht bescheinigt, dass man nachweisen muss in so einer Vorlage, worin denn die konkrete das konkrete Fehlen der Unabhängigkeit bestehen soll. Es ist noch eine weitere Vorlage in der Pipeline sozusagen. Das Landgericht Erfurt hat vorgelegt mit der gleichen Frage. Das wird der Gerichtshof wahrscheinlich mit einer sehr einfachen Maßnahme, nämlich einem Beschluss nach dem Motto, das haben wir schon entschieden, das gibt es nach der Verfahrensordnung, abbügeln können, so hätte ich es beinahe gesagt. Da ist nicht so furchtbar viel dran. Ja, und jetzt die Schiedsgerichte. Sie wissen vielleicht, was ein Schiedsgericht ist. Das ist also eine Instanz, die dazu aufgerufen ist, zwischen privaten Parteien auf vertraglicher Grundlage verbindlich zu entscheiden. Das machen Unternehmen häufig in Verträgen, dass sie Schiedsgerichte einschalten. Und hier muss eine Einbeziehung ins mitgliedstaatliche Rechtsschutzsystem vorliegen. Das ist bei manchen Schiedsgerichten nicht so. Es ist insbesondere nach dem Gerichtshof nicht so bei sogenannten Investitionsschiedsgerichten. Wer sich damit auseinandersetzen will, möge sich dann interessieren, wenn es in der Vorlesung um Außenwirtschaftsrecht der Europäischen Union geht. Was ist der Vorlagegegenstand? Es wird eine Vorlagefrage formuliert durch das vorliegende Gericht und jetzt kommt eine, ja, sagen wir mal, Untiefe des Textes, die diejenigen, die sich solches Video nicht ansehen oder Lehrbuch lesen, aufs Glatteis führt. Es gibt zwei Typen von Vorlagen. Die erste ist die Auslegungsvorlage, Artikel 267, und die ist in den Buchstaben A und B zusammen genannt. Will sagen, zwei Typen heißt nicht, eine steht in A und eine steht in B. Wer das noch nie gehört hat, kommt in der Klausur ins Schleudern. Worüber kann eine Frage gestellt werden? Über die Auslegung der Verträge heißt es in Buchstabe A und über die Auslegung der Handlungen, Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, also über die Auslegung des Sekundärrechts. Auslegung des Primärrechts und Auslegung des Sekundärrechts. Und dann kann noch die Frage gestellt werden über die Gültigkeit der Handlungen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, also über die Gültigkeit des Sekundärrechts. Das sind die beiden Typen, die leider nicht in A und B abgeschichtet sind, sondern so abzuschichten sind, wie ich es hier in meiner Präsentation vornehme. Ganz wichtig ist, dass sich die Vorlage auf Unionsrecht beziehen muss. Das mitgliedstaatliche Gericht kann also nicht fragen, wie nationales Recht etwa im Lichte des Europarechts auszulegen wäre. Oder es darf auch nicht fragen, ob nationales Recht mit Unionsrecht vereinbar ist. Warum? Der Gerichtshof hat keine Kompetenz, mitgliedstaatliches Recht zu interpretieren. Dazu ist er ja nicht berufen nach Artikel 19 EUV. Er wahrt ja das Recht der Europäischen Union. Deswegen sind die Fragen anzupassen durch die nationalen Gerichte. Die typische Frage lautet, ist das Europarecht so auszulegen, dass eine Norm des Inhalts, und dann kommt der Inhalt der nationalen Norm, ihr widerspreche? Ist Artikel so und so des AIUV so auszulegen, dass eine Norm, die das und das regelt, im Widerspruch dazu steht? Und diese Fragegestaltung kann auch der EuGH durch eigene Umformulierung erreichen, sodass es eine übliche Praxis und eine zu begrüßende Praxis beim EuGH ist, dass die Vorlagefragen vom EuGH umformuliert werden, um sie nicht unzulässig zu machen. Das kommt in Klausuren relativ oft, merken Sie sich das bitte. Nicht vorgelegt werden kann die Gültigkeit des Primärrechts, das ergibt sich schon aus dem Wortlaut, geht aber auch vom Aufbau des Unionsrechts nicht, denn was wäre denn für den EuGH der Maßstab, an dem das Primärrecht zu messen wäre? Ein nächster Aspekt ist die Entscheidungserheblichkeit, angedeutet in Absatz 2. Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber für erforderlich zum Erlass seines Urteils? Obacht,
Das ist hier anders formuliert als in 100 Absatz 1 Grundgesetz, wo die Entscheidungserheblichkeit ja durch das Bundesverfassungsgericht geprüft wird. Hier steht, hält das Gericht das für erforderlich. Im Prinzip ist es Sache des mitgliedstaatlichen Rechts und Sache des mitgliedstaatlichen Gerichts, damit die Entscheidungserheblichkeit festzustellen. Das ist eine Frage im mitgliedstaatlichen Recht. Der EuGH weist trotzdem konstruierte Vorlagen und so eine Art Gutachtenfragen zurück, wenn sozusagen überhaupt kein Bezug zu dem vorgelegten Sachverhalt besteht. Das geschieht ausgesprochen selten. Das ist interessanterweise nun gerade in dieser Entscheidung passiert, in der ein Gericht aus Deutschland gefragt hat, sind wir denn eigentlich ein Gericht? Da hat der Gerichtshof gesagt, im konkreten Fall habt ihr ja gar keine Zweifel daran vorgetragen, nur so allgemeine Zweifel. Das ist noch relativ unspektakulär. Spektakulär ist es gewesen in der Vorlage des Bundesverfassungsgerichts im Fall der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Da hatte das Bundesverfassungsgericht gefragt, was passiert eigentlich, wenn die Anleihen alle ausfallen. Da hat der EuGH gesagt, das ist eine unzulässige Frage, das steht ja nicht in Rede. Antwort des Bundesverfassungsgerichts dann, aha, es gibt wohl keine Ausfallhaftung. Das ist natürlich alles ein bisschen auch rechtspolitisch überformt, aber meines Erachtens klug pariert. Ich habe den Umgang mit dieser Vorlagefrage offen gestanden für eine Provokation gehalten, habe das auch schon publiziert. Wenn das nicht stimmt, geht das mit mir nach Hause. Parteien können die Vorlage nicht erzwingen. Also wenn man in einem Rechtsstreit sich bewegt, sich befindet, dann ist es nicht möglich, eine Vorlage zu beantragen und irgendein Verfahren haben, das durchzudrücken. Es gibt aber ein verfassungsrechtliches Vehikel gegebenenfalls. Zum Teil ist das von Ihnen auch schon in den Zoom-Sitzungen erfragt worden. Ja, es kommt dann die Entscheidung vom EuGH zurück. Es wird ein Urteil gesprochen, das die Vorlagefrage beantwortet. Wenn Sie EuGH-Urteile lesen, steht dann am Schluss sozusagen der Tenor, der Gerichtshof erkennt für Recht und dann eben, was er, wie er auslegt oder dass er sagt, die Verordnung oder Richtlinie so wie noch ist nicht unionsrechtskonform. Grundsätzlich wirkt eine solche Entscheidung natürlich immer nur inter partes, aber sie wird natürlich allseits beachtet. Bei der Gültigerklärung wie bei der Auslegung haben die nationalen Gerichte, die vorgelegt haben, dann die Entscheidung des Gerichtshofs auch zu beachten. Darüber streitet man eben im Fall des Bundesverfassungsgerichts, ob es hier gegen Unionsrecht schon deswegen verstoßen hat, weil es eine Antwort oder des EuGH für nicht beachtlich erklärt hat. Wenn ein Sekundärrechtsakt für ungültig erklärt wird, dann hat das faktisch Ärger omnes Wirkung, auch wenn es nicht so tenoriert ist. Oder es ist so tenoriert, aber es gilt ja nur inter partes. Gleichwohl wird dann der Unionsrechtsakt nicht mehr angewandt. Es gibt die Möglichkeit für den EuGH, temporäre Wirkungen seiner Entscheidungen auszusprechen, entsprechend 264 Absatz 2, dass für eine Übergangszeit noch Übergangsregelungen gelten sollen, damit man sich der neuen Rechtslage anpassen kann. Vorlagepflicht. Wer ist Vorlage verpflichtet? Das waren ja bisher nur eine Vorlageoption, wenn man so will. Vorlage verpflichtet sind letztinstanzliche Gerichte. Das steht in 267 Absatz 3. Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet. Anders gewendet, wenn ein letztinstanzliches Gericht eine Frage des Europarechts nicht selbst beantworten kann und unterlässt die Vorlage, wird das Unionsrecht an dieser Stelle verletzt. Es ist eine Zeit lang umstritten gewesen, ob man das abstrakt oder konkret betrachtet, was ein letztinstanzliches Gericht ist.
Ja, sind letztinstanzliche Gerichte abstrakt nur die obersten Gerichte in Deutschland, die obersten Bundesgerichte, also BGH, Bundesarbeitsgericht und so weiter? Oder schaut man konkret, ob es kein Rechtsmittel mehr gibt? Das wissen Sie vielleicht schon aus dem Zivilprozessrecht. Gegen ein landgerichtliches Urteil in zweiter Instanz gibt es kein Rechtsmittel, wenn es vorher beim Amtsgericht war. Da bewölbt sich der berühmte blaue Himmel. Und in der Tat, man wendet diese konkrete Betrachtungsweise an und erklärt auch hier, dass es sich um ein letztinstanzliches Gericht im Sinne von 267 Absatz 3 AEUV handelt. Immer wenn was ungeschrieben ist, haben Sie als Studentinnen und Studenten besondere Probleme damit. Wenn ein mitgliedstaatliches Gericht zur Auffassung kommt, Unionsrecht sei ungültig, wenn also eine Vorlage nach Artikel 267 Absatz 3, Absatz 1 klein b zu Beginn über die Gültigkeit in Rede steht, dann muss vorgelegt werden. Warum? Sonst wäre die Einheitlichkeit des Unionsrechts gefährdet. Sonst gäbe es die Gefahr, dass durch die Nichtvorlage jedes Gericht, das Amtsgericht Berlin-Tiergarten, das Verwaltungsgericht Potsdam, das Sozialgericht Klein-Kleckersdorf, dass diese Gerichte dann selbst das Unionsrecht für nichtig erklären würden und hätten wir Rechtszersplitterung. Das ist eine lange vom Gerichtshof zu Recht formulierte Rechtsprechung, zuerst in der Entscheidung Fotofrost, die ich auch auf dem Handout wiedergegeben habe, ungeschriebene Vorlagepflicht. Ja, nochmal rot markiert, bitte sich merken. Wird die Vorlagepflicht verletzt, kann die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Das ist schon einmal passiert, und zwar gegenüber dem französischen Conseil d'État. Und die spannende Frage, während ich diese Worte aufs Band spreche, ist, ob jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet wird, wegen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020. Das kann man nur diskutieren, das kann man schlecht in die Konserve hier packen. Ich möchte nur sagen, hoffentlich nicht. Es gibt Ausnahmen von der Vorlagepflicht, wobei das Vorlagerecht bestehen bleibt, um eventuelle Innovationen herbeizuführen. Einmal, jetzt wird es französisch, der Akt éclairé. Der EuGH hat die Frage bereits entschieden und es besteht eine gesicherte Rechtsprechung. Dann muss nicht vorgelegt werden. Wenn das erst kürzlich war, würde ich sagen, darf auch nicht vorgelegt werden oder ist es auch fernliegend vorzulegen, beziehungsweise der Gerichtshof kann es dann eben durch Beschluss erledigen. Aber wenn sozusagen sich ein Rechtsprechungswandel ergeben sollte, dann kann vorgelegt werden. Es muss jedenfalls nicht. Dann gibt es noch den Akt Clair. Kein vernünftiger Zweifel an der Entscheidung der gestellten Frage. Wann ist das der Fall? Jetzt schauen Sie mal. Schließlich kann die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts, heute Unionsrecht, das ist eine sehr alte Rechtsprechung aus der Entscheidung Zilfit, derart offenkundig sein, dass keinerlei Raum für einen vernünftigen Zweifel an der Entscheidung der gestellten Frage, keinerlei Raum für einen vernünftigen Zweifel an der Entscheidung der gestellten Frage. Da müssen Sie sich als Gericht schon sehr sicher sein. Das innerstaatliche Gericht darf jedoch noch nur dann davon ausgehen, dass ein solcher Fall vorliegt, wenn es überzeugt ist, dass auch für die Gerichte der übrigen Mitgliedstaaten und den Gerichtshof die gleiche Gewissheit bestünde. Wenn man also glaubt, dass alle Gerichte der 27 Mitgliedstaaten das in ihren Sprachen genauso entscheiden würden. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf das innerstaatliche Gericht davon absehen, diese Frage dem Gerichtshof vorzulegen und sie stattdessen in eigener Verantwortung zu lösen. Das ist eine ausgesprochen hohe Hürde. Einige Worte zum Verfahren und zur Entscheidung. Artikel 22 der Gerichtshofsatzung und Artikel 93 folgende der Verfahrensordnung regeln das Verfahren. Ich möchte Sie ermutigen, da einmal hineinzuschauen. Es läuft so ab, dass die Vorlagefrage gestellt wird. Es ergeht eine allgemeine Information durch den Gerichtshof, die auch im Amtsblatt bekannt gemacht wird.
dass die Vorlage läuft. Und dann können nicht nur die Parteien des Ausgangsverfahrens, sondern auch die Mitgliedstaaten und die Unionsorgane Stellung nehmen. Die Europäische Kommission nimmt immer Stellung. Es gibt ein Eilverfahren. Nach Artikel 107 folgende stellen sich eine Situation vor, in dem eine Person sich nach einem Rechtsakt, etwa europäischer Haftbefehl, im Gefängnis befindet. Ein Vorlageverfahren kann so 1,5-2 Jahre dauern. Wer sich im Gefängnis befindet, wünscht sich eine schnellere Entscheidung und ist auch richtig so. Das wird etwa in 2,7, beim Gefängnis wird es in 2,67 Absatz 4 sogar ausdrücklich gesagt. Aber es kann ja auch andere Eilsituationen geben. Dann bekommt das Verfahren das zusätzliche Aktenzeichen PPU. Und ich hatte schon gesagt, man kann für die zeitliche Wirkung mit dem 264 Absatz 2 AEUV analog arbeiten als Gerichtshof, etwa für die Entscheidungswirkung auf die Zukunft beschränken, damit man sich auf die neue Rechtslage einstellen kann. Welche Sanktionen gibt es? Das ist der letzte Punkt zum Vorabentscheidungsverfahren. Welche Sanktionen gibt es bei der Verletzung der Vorlagepflicht? Ich hatte Ihnen schon gesagt, die Parteien können nach Unionsrecht nichts machen. Es ist zwar eine Unionsrechtsverletzung, wenn die Vorlagepflicht verletzt wird, aber es gibt kein Verfahren, mit der die Parteien eines Rechtsstreits das geltend machen könnten. Allerdings ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die einschlägige Rechtsprechung ist auf dem Handout wiedergegeben, nach Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 der gesetzliche Richter verletzt, wenn die Vorlagepflicht verletzt wird. Schauen wir mal rein. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Das ist ein Anspruch aller Bürgerinnen und Bürger nach dem Grundgesetz. Man darf seinem gesetzlichen Richter nicht entzogen werden. Und das ist verletzt, wenn der EuGH nicht eingeschaltet wird, denn der ist nach deutschem Verfassungsrecht gesetzlicher Richter. Sie wissen aus Ihren Vorlesungen im zweiten Semester zu den Grundrechten zur Verfassungsbeschwerde, dass das Bundesverfassungsgericht keine Superrevisionsinstanz sein soll, dass nicht bei jedem Prozessrechtsverstoß wegen der zugrunde liegenden verfassungsrechtlichen Prinzipien des Prozessrechts automatisch das Bundesverfassungsgericht angerufen werden kann. Sonst würde es eine prozessuale Superrevisionsinstanz werden. Deswegen, Sie kennen die Rechtsprechung, bei der Verletzung von Prozessgrundrechten kann man nur die willkürliche Verletzung rügen. Diese Willkürgrenze wird nun vom Bundesverfassungsgericht für diese Situation in Fallgruppen präzisiert, und zwar in drei Fallgruppen. Willkürlich ist die Nichtvorlage, wenn die Vorlagepflicht grundsätzlich verkannt wird, nach dem Motto, das machen wir eigentlich nicht vorlegen. Ja, das war so eine Haltung, die der Bundesfinanzhof lange hatte. Glücklicherweise gehört dieses oberste Bundesgericht nun zu den mit Vorlage freudigsten Obergerichten. Das bewusste Abweichen ohne Vorlagebereitschaft nach dem Motto, wir müssten eigentlich schon, aber wollen wir nicht. Ja, auch das ist Willkür. Und wenn die Rechtsprechung des EuGH erkennbar unvollständig ist und man mit seiner Vorlage hier eine Klärung erreichen könnte. Schauen wir uns also das Prüfungsschema an. Was prüfen Sie in der Klausur? Die Zuständigkeit des EuGH, die ergibt sich aus 256 AEUV mit der Rückausnahme in der Satzung, Artikel 51, hatte ich eingangs gesagt. Der EuGH es ist keine Vorschrift in der Satzung gefunden, dass das Vorlageverfahren, das Vorabentscheidungsverfahren an das EuG sollte. Das ist für die Rechtseinheiten der Europäischen Union sicherlich auch klug. Vorlageberechtigung, alle Fragen zum Gericht, Vorlagegegenstand, Auslegung oder Gültigkeit, Verzeihung, Entscheidungserheblichkeit und gegebenenfalls Fragen der Vorlagepflicht. So, nach diesem Schema würde ich das prüfen, wenn ich ein Vorabentscheidungsverfahren in der Klausur hätte.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es geschafft. Sie haben sich mit dem Rechtsschutz in der Europäischen Union auseinandergesetzt. Ich empfehle Ihnen, sich ein wenig Zeit zu nehmen. Die Lehrbücher sind hier verhältnismäßig umfangreich. Sie sollten diese Abschnitte verstehen. Sie sollten die Verfahrenstypen insbesondere vor dem EuGH verstehen. Und es ist ja auch so, dass in Klausuren normalerweise ein Teil kommt, der Zulässigkeit genannt wird. Das kennen Sie aus dem Verfassungsrecht. Das ist im Europarecht nicht viel anders. Deswegen können Sie jetzt mit verhältnismäßig wenig Einsatz viele Punkte herausholen. So möchte ich es einmal sagen. Danke für Ihr Zuhören. Auf Wiedersehen.